Hallo, heute zeige ich euch, wie ich meinen Bus lackiere und was da alles schief gelaufen ist oder was da alles gut gelaufen ist. Er steht genau hinter euch, er ist schon lackiert, aber am Ende des Videos könnt ihr euch das nochmal anschauen. Ich habe ganz viele Hilfsmittel gebraucht, um mein Projekt überhaupt zu Ende zu bringen. Und da habe ich mich bei der Firma Colorbase mal umgeschaut und die hatten wirklich alle Sachen, die ich brauche, in einer sehr guten Qualität. Und habe die auch angeschrieben und die haben mich jetzt auch unterstützt, haben mir das so ein großes Paket auch zugeschickt mit all den Sachen, die ich brauchte. Und die Qualität war auch super und dann habe ich mir auch von meinem eigenen Geld auch so einen Exzenterschleifer dort gekauft und ihr habt auch gesehen, ich bin sehr zufrieden damit, von Mirka. Dann, was habe ich bekommen oder was habe ich mir da bestellt, ist einmal die Filtermatte für den Lüfter, damit das hier wirklich staubfrei passiert. Dann die Papierrolle, den Anzug, den Filter, ne? Also Mundschutz. Dann den ganzen Kreppband und. Alles, was ihr so seht, das habe ich alles von Colorbase. Und werde euch das auch in der Beschreibung verlinken. Die haben eine App, die installiert man. Und wenn man irgendwelche Sachen wieder braucht, weil es zu wenig ist, dann braucht man nicht extra auf den Shop zu gehen, sich die Sachen wieder rauszusuchen, die richtigen Sachen rauszusuchen, nach der Artikelnummer oder sonst irgendwas, sondern kann man einfach zu seinen Sachen gehen, sie scannen und sofort bestellen. Dann viel Spaß euch mit dem Video. Boah, mein Arm fällt gleich ab. Ich wollte euch mal zeigen, wenn man jetzt einmal nur den Füller, eine Schicht nur drauf macht, dann sieht man hier noch so weiße Stellen. Und hier habe ich das zweimal gemacht und da sieht es super aus. So, jetzt habe ich hier gerollt. Ich habe hier drinnen nicht gerollt, da das ja auch, dass man das sowieso nicht sieht, wenn das nicht ganz glatt ist. Ich bin jetzt gerade reingefahren, weil es gerade fast anfängt zu regnen und deswegen schleppen wir jetzt hier Birne weiter. Die Folie ist schon dran, die müssen wir wahrscheinlich noch später noch sauber machen. Ja. Oh, jetzt ist hier noch so eine Rille und die spachteln wir noch schnell und das muss schnell trocknen, aber heute wird lackiert. Und das schleifen wir halt gerade. Ja, genau so. Okay. Ich habe. Hier muss ich alles mit Hand machen. Ne? Hier ist alles mit Hand. Hier auch. Oh, hier kann man es besser sehen. Hier auch und sonst. Ansonsten die Flächen mache ich mit der Maschine. Deswegen haben wir uns das aufgeteilt mit meinem Freund. Okay. Wir haben jetzt nur da hinten das Licht. Wir bauen hier die Lackierkabine noch nicht ganz zu Ende auf, weil wir jetzt nur schleifen. Aber es ist, ich sag euch, es ist so viel zu tun. Deswegen, ich weiß nicht, wann wir fertig werden, aber auch heute müssen wir irgendwie. Gleich lackieren wir! Gleich lackieren wir! Ja, da ist jemand zuversichtlich, das ist schon mal gut, wenn die Mitarbeiter zuversichtlich sind. Rudi, guck mal! Aber hier hast du schon, ne? Hier? Nicht, ne? Hast du hier eigentlich gemacht? Nein. Weil okay. Hier mit der Maschine. Ich hab nur das. Und das, ne? Und das. Okay. Mein Freund muss morgen arbeiten. Es ist 18.44 Uhr. Jetzt haben wir mit 80er geschliffen. Und jetzt machen wir mit 180er gerade den Bus. Danach müssen wir noch einen 400er schleifen. Alles aufbauen. Alles abkleben.
und alles sauber machen und dann erst lackieren. Wir müssen es schaffen. Wird heute lackiert? Heute wird lackiert, heute wird lackiert. Ja, ihr hört's. Es ist nächster Morgen und wir haben noch nicht lackiert. So sieht's aus. Abgeklebt haben wir schon ein bisschen was. Hier auf dieser Seite aber allerdings noch nicht. Heckklappe auch nicht. Genau, also ein bisschen was haben wir geschafft. Genau, 400er geschliffen haben wir auch schon komplett. Jetzt nur noch abkleben, dann alles sauber machen. Und dann wären wir schon soweit. Ich zeige euch mal, wie ich das mal abklebe. Als erstes säubere ich mit dem Silikonentferner die Stellen, wo das Klebeband dran kommt, damit das gut halten kann. So sieht es aus, wenn es fertig ist. Ja, wir haben bis halb drei gemacht und sind nicht fertig geworden. Mit Abkleben. Also wir haben schon mit Abkleben 4 Stunden gemacht und heute klebe ich auch den ganzen Tag ab. Also sowohl die Lackierkabine als auch den Bulli. Und ja, heute Abend werden wir lackieren. Willst du reden? Nein, ist spät. Wie spät ist jetzt, Uli? Warte. Oh. 21.09 Uhr. So haben wir den Bus jetzt abgeklebt. Und zwar haben wir hier, gerade hier, wo die Kante ist, nach Möglichkeit, immer abgeklebt, dann sieht man auch den Unterschied einfach nicht, den Verlauf nicht. Genau, hier die Türen, hier die Löcher habe ich dann einfach so mit Papier und dann Klebeband drumherum dann gestopft. Die Heckklappe habe ich wieder eingebaut, war wieder irgendwie leichter, weil ich nach drinnen, da wollte ich nicht lackieren, da wollte ich nochmal dran. So. Hier habe ich abgeklebt und den ganzen Bus habe ich abgeklebt. So, und dann, genau, ist jetzt soweit alles fertig. Der Lüfter ist drin. Hier werden jetzt noch die Decken noch nass gemacht, angefeuchtet. Dann werden die hier komplett hingelegt.
Dann die Wände nass gemacht mit dem Ding hier. Und dann lassen wir den Lüfter mal eine Stunde laufen und fangen dann an mit dem Lackieren. Machst du da noch? Ich mach die nächste Decke fertig. Das wird noch. Lass dann noch so ein bisschen. Ja. So, wir haben, es ist jetzt ungefähr eine Stunde gelaufen und ich sehe keinen Staub, es ist alles staubfrei, hoffentlich zumindest. Jetzt machen wir das, wie heißt das Tuch? Staubbindetuch, auch von Colorbase haben wir jetzt. Und da, damit machen wir den ganzen Bus jetzt, nochmal den letzten Staub zu entfernen und dann lackieren wir. Oder kommt da noch was? Nee, dann mischen wir die Farbe an und dann lackieren wir. Ich werde euch jetzt mal erzählen, was passiert ist. Ihr habt jetzt nur ein paar Ausschnitte gesehen, wie lackiert wurde. Und zwar, die erste Schicht, die wir hier aufgetragen haben, war wirklich perfekt. Ja? Kein Makel. Dann, bei der zweiten Schicht, voll froh. Ne? Wir glücklich, alles geht gut, keine Läufer, alles super. Ne?
Also Läufer ist ja nochmal unser Versagen, aber kein Staub, die Lackierkabine 1A, wirklich. Aber beim zweiten Mal, dann haben wir dann hier angefangen, ganz normal vorne, dann sind wir nach links gegangen und hier habe ich ein Kabel, das zu der Lampe, zu der ersten Lampe geht. Danach, die ist dann mit Magneten fest, wisst ihr ja, dann zu der zweiten Lampe, auch mit Magneten fest, dritte, vierte, fünfte, sechste Lampe. Wirklich gutes Konzept. Gut durchdacht. So, mein Freund ist leider dagegen gekommen, hat das runtergerissen. Das Ding ist runtergekracht und wie Dominoeffekt hat das die zweite Lampe mitgerissen. Die ist runtergekracht. Dritte Lampe, vierte Lampe, die fünfte Lampe. Hat dann wirklich das Schlimmste gemacht. Wir hatten so Angst. Sie. Okay, ist alles nass. Die Lampe ist hier reingefallen. Das hier komplett zerrissen, war jetzt nicht so tragisch. Habe ich dann sofort geflickt. Sechste Lampe und letzte ist hier irgendwo gegengekracht und kaputt gegangen. So. Also, was Schlimmeres konnte uns echt nicht passieren. Jetzt hier, weil dann hatten wir hier kein Licht, weil die Lampe ja, die sechste Lampe nicht da war. Ich weiß auch nicht genau, ob es jetzt immer noch perfekt hier aussieht, aber es sieht super aus und wir sind wirklich zufrieden. Ich zeige euch jetzt kurz mal ein paar Ausschnitte, wie der Bus jetzt aussieht. Aber, also dafür, dass dieser Unfall passiert ist, muss ich sagen, sieht das wirklich perfekt aus und wirklich gelungen. Vom Staub her kann ich gar nicht meckern und mein Freund, der auch eine Lackierausbildung gemacht hat, der hat auch gesagt, also hätte er nicht gedacht, dass es so wird. Genau. Okay, ja, das ist der Unfall gewesen. Und jetzt zeige ich euch mal jetzt die